So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 16 Karriere. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute mit dem vermeintlich leichtesten Spiel der Saison. Der Tabellenletzte aus Braunschweig, der wartet, das Spiel werden wir heute bestreiten. Aber ihr wisst auch, solche Spieler können doch einfach auch mal ein bisschen schwierig werden. Dementsprechend sollten wir uns komplett zusammenreißen heute. Man kann sagen, vor den Wolfsburg-Wochen, denn ihr habt es mitbekommen, Wolfsburg, gegen die wir in der Bundesliga fighten. Ihr seht es unten rechts, unser ja, Top-Jäger sozusagen hinter uns. Dann Wolfsburg im DFB-Pokal-Halbfinale und der VfL Wolfsburg in der Champions League im Halbfinale. Also viel mehr Wolfsburg kann fast nicht sein. Aber gut, da müssen wir durch. Sprich, da wollen wir auf jeden Fall die Wolfsburg in allen drei Wettbewerben, wenn möglich, hinter uns lassen. Wäre eine sehr, sehr geile Geschichte. Heute gegen die Braunschweiger. Ich glaube, dazwischen kommt noch, genau, der HSV mal ganz entspannt. Und sonst, wie gesagt, ganz, ganz viel Grün. Leipzig, Düsseldorf, Frankfurt, der HSV und Braunschweig. Das sind unsere letzten fünf Spiele. Alles an Partien gegen eher Mannschaften, die weiter hinten stehen. Da können wir mal schauen. Wer ist der Beste von diesen? Habe ich Köln gerade mit angesprochen? Frankfurt war auch mit dabei, oder? Frankfurt auch mit einer sehr, sehr guten Saison auf 7. Der HSV auf 11. Düsseldorf auf 17. Braunschweig auf 18. Also da geht auf jeden Fall was. Gar keine Frage. Und wir haben es natürlich auch selbst in der Hand. Heißt, wenn wir alles gewinnen, sind wir Meister. Wir können uns sogar eine Niederlage im Normalfall erlauben, aber darüber will ich jetzt gar nicht quatschen. In dem Sinn, starten wir rein. Wenn es euch heute wieder gefällt, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Checkt die Links in der Videobeschreibung, auch wenn ihr natürlich nochmal euch FIFA 17 vorbestellen wollt. Oder auch heute nochmal, wenn ihr am FIFA 17 Giveaway teilnehmen wollt, dann checkt Twitter und Instagram. Da steht alles weitere geschrieben. Und da könnt ihr noch bis zum 21. September mitmachen, ne? Wenn ich gerade mal die Mannschaft komplett durchwurstel, Freunde, damit das einigermaßen was wird. Ich glaube, wir spielen heute sogar mal wieder mit Zulu. Wir müssen, wie gesagt, dran denken, jetzt kommen die ganz, ganz interessanten Wochen. Die stehen jetzt vor uns, wo wir wirklich auf jeden und alles angewiesen sind. Dementsprechend werden wir komplett durchrotieren. Wir werden die Braunschweiger nicht unterschätzen, rein jetzt vom Gameplay. Aber wenn ich gegen Braunschweig, das ist halt die andere Seite der Medaille, wenn ich gegen den Tabellenletzten der Bundesliga, gegen wen willst du dann in dieser Phase der Saison noch irgendjemanden schonen und sonst was? Dementsprechend, ein bisschen müssen wir was tun, Schauer sind angesagt, das Ganze natürlich auf Legende, Dausch, Maxi, Gnabry, glaube ich, ebenfalls eine Dreier-Connection, die wir so auch noch nicht hatten, wenn mich nicht alles täuscht. Und was ich auch nochmal eben schnell vorneweg euch mitteilen wollte, damit ihr da schon mal Bescheid wisst, ich bin aktuell in mehr oder weniger der, ja, wahrscheinlich nicht letzten, aber vorletzten, ne? Aufnahmesession. Heißt, ich bin aktuell sehr, sehr viel wieder am Vorproduzieren. Liegt einfach daran, dass sehr viele Dinge nebenbei noch laufen bezüglich FIFA 17. Ihr habt es ja wahrscheinlich mittlerweile schon gesehen, zum Beispiel die Kanalumstrukturierung mit neuem Profilbild, neuem Banner und. Sprich, so langsam geht es hier rein Richtung FIFA 17. Ich will sehr, sehr viel noch vorproduzieren, damit ich, denke ich mal, bis zur Early Access-Variante am 22. ne? Zumindest mit der Produktion für alle Folgen fertig bin. Und dass wir dann bis zum 29. September mit allen FIFA 16 Darmstadt-Folgen fertig sind. Heißt, dementsprechend verzeiht mir dafür. Aber ich glaube, das passt, damit ihr da weiterhin versorgt seid. Zwei Parts pro Tag sind ja wie immer das Minimum. Ab und zu wird vielleicht sogar nochmal eine dazukommen. Dadurch, dass wir jetzt auch noch das Halbfinale in der Champions League erreicht haben. Und so auf jeden Fall nochmal zwei extra Parts bekommen. Aber nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Wir starten rein. Ich habe jetzt vor lauter Quatschen mal wieder die Aufstellung und alles übersprungen. Ihr kennt mich, wenn ich da laber, dann vergesse ich das. Egal. Wir starten rein gegen Braunschweig. Sind der Favorit. Oh, und hätten da gleich mal fast eigentlich eine ganz gute Chance gehabt, aber spielen vorne nicht so ganz mit. Das Ganze, wie angesprochen, in Braunschweig. Ein Sieg ist ganz, 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 ganz klar Pflicht. Und wichtig wäre natürlich, wie immer mal, relativ früh ein Tor zu machen. Wenn wir das hinkriegen, bin ich guter Dinge. Da ist Dausch und er macht ihn nicht rein. Rutscht da noch so ein bisschen weg. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht sogar hätte Elfmeter pfeifen können. Gute Möglichkeit, gibt die Ecke, war ein bisschen uneigen, oder eigensinnig vielmehr. Aber ich dachte mir, der Pass, wenn ich den rüberlege, der kommt nicht mal an. Dementsprechend mal der Abschluss mit Maximilian Daus. So, wir drängen die Braunschweiger schon mal relativ früh in die eigene Hälfte. Das ist das, was mir gefällt. Und zwar sehr. Von dem her da bitte genauso weitermachen. Schöner Ball. Mukhtar, gerade noch gut gespielt. Klotz, der braucht dann den Ticken zu lang. Da ist nochmal Daus. Aber das ist zu eng. Da sich versuchen zu drehen, ist schwierig. Dementsprechend versuchen wir es nochmal neu rauszuspielen. Und irgendwo die Lücke zu finden. Dausch. Ja, macht's gut. Maximilian Dausch, hau den rein. Dausch macht ihn nicht. Hatic dazwischen. 12. Minute, nächste Ecke. Braunschweig komplett eingekesselt. Das ist überragend. Also, das machen wir gut. Oh, Sulu nimmt den nicht gut an. Oh, und dann tut er da oben nicht mit der Toljan, der sich da erstmal angeboten hat. Kleines Missverständnis.
Aber Braunschweig findet offensiv gerade nicht statt. Die hauen die Dinger nur vor, wollen hier irgendwie scheinbar irgendwie das 0-0 halten. Und das von Anfang an. Gegen die offensiv stärkste Mannschaft der Fußball-Bundesliga. Ist das kein gutes Rezept? Und dann ist es passiert, Freunde. 1-0, 16. Minute. Hani Mukhtar eröffnet hoffentlich ein sehr, sehr torreiches Spiel, das wir jetzt zu sehen bekommen. Schön gemacht von Dausch, der sieht den Ball perfekter Lauf und Mukhtar viel zu viel Platz, den uns die Braunschweiger in ihrer Viererkette bieten. Und damit ist das frühe Tor, das wir gefordert haben, schon mal da. Perfekter Start in Diesner. Ich glaube, 30. Spieltag mittlerweile. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, es ist der 30. Spieltag. Und soweit wie Braunschweig jetzt da gerade ist, waren die mit Ball und mit Mann noch nie. Maxi holt den sich wieder, bringt hoffentlich einen guten Ball, leider nicht ganz. Dausch, der weiter attackiert, nicht hinkommt. Also, das sieht nach einer ordentlichen Geschichte aus hier. Auch mit eher einer schlechteren, mit eher einer B11, mit der wir heute auflaufen. Sollte das für Braunschweig Stand jetzt aktuell scheinbar reichen. Da ist Maxi. Dreht sich Maxi. Kommt er da noch hin? Ah, oh, doch, kommt er. Macht er stark, der Maxi. Tolian versucht, den durchzustecken. Klappt nicht ganz. Haben wir wieder mit Franšić abgelegt. Mukhtar, nee, Klotz. Abgefälscht. Maxi-Ecke. 24. Minute, Jungs. Eine Frage der Zeit. Fragezeichen mal dahinter gestellt. Bis das 2-0 fällt. Kopfball kommt leider nicht an. Trotzdem, wie gesagt, bitte, bitte aufpassen, Jungs. Auch so ein Gegner kann irgendwie aus irgendwas ein Tor machen. Franšić abgefälscht. Nächster Eckball, der reinkommt. Ich glaube mittlerweile der 4. oder 5. Selten hatten wir so viele Eckbälle wie heute. Maxi, zumindest zu so einem frühen Zeitpunkt schon. Maxi macht das stark. Immer noch Maxi. Da greift keiner an. Und dann der Abschluss aber Ginkiewicz. Ginkiewicz, so heißt der gute Mann. Letztendlich dazwischen. 6-0 Torschüsse. Nach nicht mal 30 gespielten Minuten. Braunschweig. Glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Können wir heute sogar vielleicht rein rechnerisch schon in Liga 2 schicken? Das ist nicht das, was ich hier vorhabe im Sinne von, weil ich irgendwie Braunschweig hasse oder sonst was, um Gottes Willen. Ist eigentlich ein ganz sympathischer Verein, aber es ist nun mal so, dass das heute theoretisch möglich ist. Und wir brauchen natürlich unbedingt die 3 Punkte, brauchen wir nicht drüber reden. Dementsprechend gibt es da keine Geschenke. Das sowieso nicht und heute erst recht nicht. Tolian Klotz. Müssen nochmal ein bisschen mehr, ja, ein bisschen wieder konzentrierter werden da nach vorne. Aktuell ist das zu wenig. Tolian macht das gut. Da ist Mukhtar. Sieht oben Gnabry, der hat Platz. Und der Mann ist schnell. Und der Mann ist schneller als alle anderen gefühlt. Serge Gnabry. Überragend. Gnabry, das ist genial. 2-0. Maximilian Dausch. Dausch ist back, Freunde. Aber da hinten der Mann, den wir gesehen haben, der Gnabry, dem gehört das Tor auf jeden Fall zu 70-80%. Was ein Lauf über die Seite, angespielt von Mukhtar, der das Ganze einleitet. Und dann mit einer super Übersicht. Und Dausch, der steht da, wo ein Stürmer stehen muss. 2-0 in der Minute Nummer 35. Der 2-Tore-Vorsprung noch in Durchgang 1. Locker lässig, Jungs. So sieht das hier aus, auch wenn wir gerade in der Phase waren, wo wir uns nicht mehr so ganz konzentriert haben. Für Braunschweig reicht's und dementsprechend, sorry an alle Braunschweig-Fans, aber ich glaube, da reicht's dieses Jahr auch nicht. Vor allem, wenn man die Tabelle natürlich nochmal anschaut für Liga 1. Das kann so nichts werden mit gerade mal einem Sieg in dann insgesamt 30 Spielen und so einer Präsentation hier. Vor allem, was die Defensive angeht. Offensive geht nicht viel, man hatte jetzt hier eine Chance, was auch zu wenig ist, ganz klar. Aber vor allem in der Defensive unfassbare Lücken, die natürlich so überhaupt nicht in der Fußball-Bundesliga gehen. Schöner Ball nach oben. Jawohl, gutes Ding. Dausch sucht den Mitspieler, findet ihn. Stark gemacht. Schön nach oben nochmal. Klünter will jetzt auch mal was probieren. Nach vorne macht das stark. Da ist wieder Maximilian Dausch. Kein Abseits. Maxi. Und dann gerade so geklärt. Ah, der kommt ja. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen riskant, aber klappt. Klünter, Mukhtar. Abgelegt. Da ist Klotz. Pfosten. Uiuiui, Jungs. Fast das 3-0 in der 45. Also da können wir auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit gleich zu Beginn, denke ich mal, durchwechseln, wenn nicht so in der Pause. Dass wir da, wie gesagt, den einen oder anderen nochmal ein bisschen schonen. Da sollte hier und heute nichts anbrennen. La Lopez Pereira versucht es nochmal hinten rum zu machen, versucht das Spiel da irgendwie mal aufzubauen. Aber das ist der Spielaufbau der Braunschweiger Löwen. Das ist, wie gesagt, zu wenig. So, Franšić, kriegen wir nochmal die eine Chance. Klotz, Dausch, Mukhtar. Oh, bleibt hängen an, Kodea. Ich dachte schon, jetzt können wir das so ganz locker runter kommentieren. Egal, wir gehen rein in die Pause. 2-0 der Spielstand. Nach 45 Minuten absolut verdient. Der VfL Wolfsburg aktuell noch mit einem 0-0 gegen den HSV. Das wird uns sehr freuen. Die Bayern gegen Gladbach ebenfalls 0-0. Ein bis dato perfekter Spieltag für uns.
Und wir gehen natürlich jetzt mal rein und werden, wie gesagt, ein bisschen was ändern. Eine Gnabry bekommt ein Bäuschen. Beziehungsweise eigentlich will ich Mukta auch noch rausnehmen. Dann kommt mal der Wittek, der kann das nämlich. Glaube ich. Na, der konnte das, genau. Auf 10, Müller auf rechts, Maxi links, Tausch vorne. Also, Zweifachwechsel in der Pause. Wenn hier nicht ein ganz, ganz großes Wunder passiert, dann fahren wir den nächsten Sieg ein. Einer, der so eingeplant war, aber einen, den du auch erstmal so holen musst. Müller, Tausch, die gehen da gar nicht mehr in die Braunschweiger. Ich glaube nicht, dass das so gewollt war. Gikiewicz hat den dann wieder, ein Torwart, der einem leid tun kann. Mittlerweile schon, was sind sie jetzt? Irgendwie knapp an die 70 Gegentore, glaube ich, kassiert. Das ist natürlich auch heftig. Freistoß für Braunschweig. Kommen die nochmal ran. Geht's nochmal den Anschluss? Geht's vielleicht den ersten Schuss überhaupt aufs Tor? Einen Abschluss hatte man. Das ist so zu wenig. Es gibt die Konterchance. Wittek. Ja, Tausch brauchen wir da, glaube ich, nicht mehr so wirklich schicken. Zumindest nicht dauerhaft. Nochmal schön Wittek. Oh, kommt leider nicht vorbei. Aber der Junge, der soll ruhig mal ein bisschen was probieren. Tausch. Setzt sich gut durch. Rübergelegt. Klotz. Wittek, Wittek! 3:0! Gerade eingewechselt worden. Mittlerweile vielleicht sogar schon 18. Ich weiß es nicht, wenn nicht noch 17. Wunderschönes Ding. Tausch diesmal der Initiator. Rübergelegt Maxi, der auf Klotz. Klotz zieht nach hinten. Wittek läuft. Wittek zieht ab. Keine Chance für Gikiewicz. 3:0. Das muntere Scheibenschießen in Braunschweig. Es geht weiter. Ganz, ganz stark, wie wir das bis dato heute rausspielen. Relativ ruhig. Nichtsdestotrotz. Braunschweig versucht tief zu stehen. Tun sie auch, aber alles in allem fehlt so ein bisschen an der Grundstruktur. Die ist nicht vorhanden und dementsprechend kriegen wir jetzt vielleicht sogar die nächste Chance. Die Chance zum 4-0. Tausch. Ja, das ist zu einfach. Foul gegen Wittek da. Nochmal der Versuch, Tausch zu spielen. Kommt nicht ganz durch. Jabot nach unten gelegt und dann geht's mal ab nach vorne. Da ist Ademi. Ball ist wieder weg. Sulu gut dazwischen. Wittek macht das stark. Foulspiel. Also Wittek macht ein gutes Spiel in der zweiten Halbzeit, macht da ordentliche Läufe nach vorne mit vielen, vielen Ballaktionen nach gerade mal 15 Minuten. Gefällt mir. Und jetzt kriegt Tausch die Chance, oder wie? Schießen wir da ernsthaft mit Tausch? Wir bräuchten vielleicht, Franšić, aber der ist leider Linksfuß. Ich nehme trotzdem Franšić. Ich nehme trotzdem Franšić, Freunde. 26 Meter Entfernung, 60. Minute. Franšić! Kein Problem für den Kerl. 4:0! Wenn's mal läuft und wenn's mal klappt, dann geht auch wirklich alles rein. 60 Minuten in Braunschweig gespielt. 4:0. Braunschweig gibt sich komplett auf. Aber das war auch ein richtig schöner Freistoß von Mario Franšić. Boah, der hat gepasst. Oder ist der Marco? Ich bin mir immer nicht sicher. Ich verwechsel das immer noch. Nach 232 Parts. Absoluter Wahnsinn. Egal, wir führen wunderbar 4:0. Alles vorbei. Wittek trifft, Franšić trifft. Es darf heute gefühlt mal jeder ran, Freunde. So soll's sein. Schönfeld. Jetzt am besten noch hinten die Null halten, wobei das, wie gesagt, normalerweise bis dazu keine große Aufgabe ist, da zu Null zu spielen. Franšić, ein schöner Ball, den wir nicht ganz mitnehmen können. Lopez Pereira, da ist Schönfeld. Oh, Maxi kommt knapp hin. Ofosu Aye, gut in den Zweikampf von Maxi. Oh, und dann führt er den leider ins Aus. Man kann sagen, erklärt zum Einwurf, wenn wir es mal positiv beschreiben. Hochscheid. Oh, das war ein guter Pass mal. Ofosu Aye. Flanke kommt auch noch rein. Sulu ist aber da. Der alte Mann klärt das souverän. Wittek. Franšić. Ganz oben läuft Maxi. Das ist ein super Ball. Auch Franšić hat es noch absolut drauf. Wittek. Da ist er wieder. Franšić. Eins weitergelegt. Da ist Klotz. Da ist Klotz. Oh, der wird sogar gestoppt. Müller. Am ersten vorbei. Müller. 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 Und dann ist Gikiewicz da. Die Chance zum 5:0 hier. Gegen Braunschweig. Der Wahnsinn. So, Ecke kommt rein. Oh Gott, die war mal richtig schlecht. Aber wir können nochmal drauf pressen, nochmal schieben und den vielleicht gleich wieder zurückerobern. Genau so. Drauf, 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 drauf. Wir sind da stark verunsichert. Schönfeld. Ah, macht er gut. 20 Minuten noch, Jungs. Wir können, glaube ich, noch einmal wechseln. Die Frage ist nur, will ich überhaupt noch wechseln? Die Jungs, die drauf sind, dürfen da ruhig ein bisschen durchzocken. Ist, wie gesagt, eher die B11 und aus der A11. Ui, das war gut gemacht. Möchte ich eigentlich keinen reinnehmen. Wir gucken mal. Ich weiß gar nicht. Habe ich da noch wen auf die Bank gepackt? Vielleicht einen Orban oder so noch? Nee. Drimmitsch, Mali, Gedos, Brandt. Okay. Den Torwart wechseln wir natürlich nicht aus. Das machen wir nicht. So, Tausch muss durchspielen. Drimmitsch und... Ja, vor allem Drimmitsch brauchen wir. Maxi spielt ja auch gerade mit. Aber Drimmitsch brauchen wir dann wieder in der nächsten Partie gegen den VfL Wolfsburg. Tausch darf sich heute präsentieren. Gut gemacht von Maxi. Schöner Ball. Wittek. Wittek überragend. Da ist Noel Klotz und dann ist Gikiewicz da. Den wollte ich ein bisschen schärfer aufs Kurze haben. Schade.
Die Angriffe rollen weiter aufs Braunschweiger Tor. Wir haben noch nicht genug. Wir grooven uns ein für den VfL. So viel steht da schon mal fest. Frankfurt liegt gegen Köln hinten. Das ist soweit noch ein Ergebnis, was wir da oben gesehen haben. Uns interessiert, wenn überhaupt Bayern und Wolfsburg. Aber wenn wir so weitermachen wie bisher, dann kann uns auch das vollkommen egal sein, wie die Konkurrenz spielt. Denn dann ist nur die Frage, wann wir Meister werden. Spieltag 33 oder erst Spieltag 34? Sonst ist uns der Rest jetzt erstmal egal. Freistoß nicht so wirklich effektiv ausgeführt. Gidos ist da. Tyton ist da, natürlich nicht Gidos. Macht's nochmal schnell, macht's gut. Maxi, schöner Ball nach vorne. Wittek sieht wieder Maxi. Aber Maxi ist auch nicht mehr jetzt der Allerschnellste nach Diesner gespielten Minuten. Maximilian Dausch, guter Ball nach unten. Klünter, Müller steigt nochmal drauf, macht er gut. Oh, wartet auf den Mitspieler, der nicht kommt. Klotz, schön gespielt, Franšić. Keinen Fehler machen. Oh, da müsste mal jemand kurz kommen. Maxi, Dausch, wird nicht angegriffen. Gikiewicz, ja, ist er wieder da. Also der Mann, an seiner Stelle hätte ich mal Bock auf einen Vereinswechsel. Das ist ja gar nichts, was die Hintermannschaft da leistet. Zur Ecke kurz, mehr oder weniger ausgeführt. Unser Eckentrick, da ist Dausch. Den hat er nicht gut erwischt. 88. Minute, weiterhin 4-0. Weiterhin Braunschweig ohne Schuss aufs Tor. Für doch, ja, Schüsse, aber kein Schuss aufs Tor. Ne? Das muss man schon untergliedern hier. Aber da vorne gewinnen sie die Kopfballduelle. Also der Stürmer da vorne, ich weiß gar nicht, wer es war. Vorhin wahrscheinlich auch Ademi, der nochmal so ein bisschen für Alarm sorgt. Das ist echt noch ordentlich. Das ist echt noch ganz gut. Kriegt da wenig Bälle, aber vorhin mit dem einen guten Solo und allgemein mit viel Zweikämpfen, vor allem in der Luft, die er gewinnt. Dem kannst du auch keinen Vorwurf machen. Dausch, guter Ball. Da ist Mario Franšić. Gikiewicz holt auch den raus. Fast der Doppelpack für den Ex-Kapitän. Flanke kommt in die Mitte. Flanke kommt gut. Keeper rutscht weg und dann geht er nicht rein. Gibt den Abstoß und das dürfte dann, denke ich, hier gewesen sein. Völlig verdienter 4-0 Erfolg in Braunschweig. Und da ist genau jetzt Feierabend. Wir gehen rein. 4-0. Braunschweig abgestiegen. Braunschweig in Liga 2, denke ich mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es vielleicht noch irgendwie rein rechnerisch theoretisch möglich wäre. Aber ne, so rein an die Praxis, dass das noch funktioniert, da hat eh, glaube ich, keiner mehr dran geglaubt. Dazu ist der Rückstand zu groß. 16 Schüsse, 9 aufs Tor. Braunschweig mit einem Schuss auf die Bude. Mehr kam nicht. Überragendes Ergebnis. Und damit gucken wir. Wolfsburg unentschieden, Bayern unentschieden. Wir vergrößern unseren Vorsprung auf 5 Punkte auf den VfL und auf ganze 12 auf die Bayern, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Ist das genial, Freunde? Ist das genial. Und wir haben, wie gesagt, man darf die Gegner nicht unterschätzen, aber zumindest keine Mannschaft mehr, gegen die es richtig, richtig hart wird im Normalfall, sondern Mannschaften, gegen denen wir jedes Mal der Favorit sind. Und wir hatten zwar gegen solche Teams oftmals unsere Probleme, aber mittlerweile fahren wir auch da souveräne Siege ein. Und das ist verdammt wichtig. Da müssen wir jetzt einfach so weitermachen, ne? Dann riecht das ganz, ganz stark nach der Meisterschaft. So, ich lobe mal unsere Jungs nach der Partie. Ganz klar, der Scher will spielen, du wirst natürlich auch spielen. Und dann steht im nächsten Part das Halbfinale im DFB-Pokal an. Wir gegen Wolfsburg, gleichzeitig Leverkusen gegen Gladbach. Also wirklich die Top 5. Ich weiß es nicht auswendig. Circa. Nicht ganz. Aber auf jeden Fall die Top-Vereine der Bundesliga, die mal wieder in einem Halbfinale vertreten sind. Und nicht nur irgendwie die ganzen Zweitligisten und Tabellenplatz 12 oder schlechter, wie die Jahre davor gefühlt. Wir mit 63 Punkten, Wolfsburg 58, Leverkusen 56, Dortmund 52, die Bayern 51. Bayern Meisterschaft abgehakt. 12 Punkte Rückstand bei 4 Spielen und insgesamt ein Torverhältnis, was schlechter ist, um 24 Tore. Das wird nichts mehr. Bayern wird dieses Jahr, ich glaube, zum ersten Mal in dieser Karriere nicht Meister. Oder? Ich glaube, die 4 Jahre zuvor waren jedes Mal die Bayern ganz oben. 5 Punkte, wie gesagt, Vorsprung auf Wolfsburg. Wir werden jetzt auch gleich nochmal kurz reinschauen in die kommenden Partien, die der VfL bzw. die wir allgemein haben. Ich schaue jetzt mal nur auf Wolfsburg, oder? Gucken wir noch auf, wie groß war jetzt der Vorsprung nochmal auf den Drittner? Lass mich nochmal ganz schnell reingucken, ne? Nach links, so haben wir es. Ja, auf Leverkusen sind 7 Punkte. Dann gucken wir uns mal Leverkusen und, ja, Wolfsburg an. Dortmund, Bayern sind weg, da passiert nichts mehr. Leverkusen und Wolfsburg. Wie lauten die Begegnungen dieser zwei Mannschaften? Leverkusen gegen Wolfsburg, Jungs. Das ist ein Spieltag, der es werden kann. Wir gegen den HSV, Leverkusen gegen Wolfsburg. Ach du Heilige. Ach du Heilige, das riecht ganz stark danach. Wolfsburg muss noch zu Hause gegen Augsburg ran und Wolfsburg muss danach noch gegen den 1. FC Köln ran. Und noch ein Spiel gegen Dortmund. Ach du Heilige. Leverkusen gegen Leipzig, Leverkusen ganz oben gegen den HSV und Leverkusen gegen Schalke 04.
Also, wir sind in der perfektesten Position, die du nur haben kannst, 4 Spieltage vor Ende. Gegen 4 vermeintlich schwache Gegner. Die anderen 2, die hinter uns stehen, nehmen sich gegenseitig die Punkte weg und wir haben aktuell einen Vorsprung von 5 bzw. 7 Punkten, ne, bei maximal noch 12 zu holenden Punkten. Das ist grandios. Da darf nichts mehr passieren, Jungs. Wirklich nicht. In dem Sinn. Nichtsdestotrotz, konzentriert bleiben. Wir gehen jetzt dann erstmal rein in die nächste Partie gegen den VfB Wolfsburg im DFB-Pokal-Halbfinale. Da kann alles passieren. Wir wollen zum dritten Mal in Folge den DFB-Pokal nach Darmstadt holen. Dementsprechend Konzentration. Und das sehen wir dann im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo, dann verpasst nichts. Und damit bin ich jetzt erstmal raus. Habt einen wunderschönen Tag. Checkt die Links in der Beschreibung. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.